Hallo zusammen und guten Mittag wünsche ich euch. Wir sind wieder hier auf der Saxonia unterwegs und ja, ich warte hier gerade, bis der letzte Krümel Mist hier noch verarbeitet ist, damit wir den, wenn er dann Dünger ist, hier drüben einladen können und uns dann das ganze Zeug hier in die Flüssigdünger- und Herbizidproduktion reinschmeißen können. Also hier ist auf jeden Fall noch Dünger da, aber ich will das eben einmal zum Abschluss bringen, damit ich dann den LKW, beziehungsweise den Traktor wieder frei habe. Aber weißt du was, wir machen mal ganz kurz die Zeit ein bisschen schneller, damit das endlich hier wegläuft. Na komm, ja, machen wir mal auf 30 schnell. Zack, 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 2, 1, gut. So, jetzt können wir auch was tun. Kiste an. So, dann haben wir das hier nämlich fertig. Dann kann der Traktor erstmal wieder Richtung Heimat fahren. Wir gucken mal dann, was wir sonst noch so zu tun haben heute. Ich will auf jeden Fall gucken, dass wir Paletten zur Lebensmittelfabrik bringen. Schon mal in Vorbereitung auf Haferflocken. So, das heißt, du fährst erstmal. Ja, dann kannst du auf den Waschplatz fahren. Ja, da müssen wir erst ein bisschen vorfahren. Na, immer noch, ne? Wieso findest du keinen Weg zum Waschplatz? Dann Hochballlagerplatz? Auch nicht? Hallo? Das muss doch hier gehen. So, nochmal Waschplatz. Stroh sammeln. Der Wasser, den habe ich stehen lassen. Der wartet erstmal, bis hier alles verarbeitet ist. Hier brauchen wir nicht. Paletten, genau. Wir wollten Paletten holen, eigentlich vom anderen Sägewerk drüben. Muss ich nur mal gucken, haben wir den Flachte, dann ist der drüben wohl sein. So, ja, hier wird kräftig der Hafer getroffen. Ja, dann kümmern wir uns. Ich warte mal ganz kurz, auch wenn die Wand ein bisschen sehr laut ist, bis der voll ist. Dann kommt er mit dem Schnitter einmal zum Boden rüber. So, jetzt geht's wieder. Hopp, Schranke auf. Hopp. Dankeschön. Wie gesagt, dann holen wir uns gleich Leerpaletten ab, die eben zur Lebensmittelfabrik gehen. Da können wir ja dann eben die Haferflocken oder was dann auch sonst noch kommen mag. Ja, Popcorn war ja auch so eines der einfacheren Geschichten, die wir da produzieren können, wenn es dann soweit ist. Ja, der Lexion muss abgetankt werden. Da kommt bestimmt gleich jemand und macht das. Das sollte aufgetankt werden, nicht abgetankt. Falsch geguckt. So, ja.
Mach den Tempomat mit 49 hier rein wegen dem Blitzer. Ja, komm. Wir kennen es ja nur zu gut. So, Zug ist durch, Schranke geh auf. Sag ich. Ah, da steht der Flachbettanhänger. Wunderbar. Dann können wir den gleich uns da schnappen. Sobald wir den hier leer haben, beziehungsweise wir können den, auch wenn das jetzt nicht alles bei den Kühen reingeht, können wir den hier da erstmal stehen lassen. Solange bis wir wieder einen Stück gut Großkipper brauchen. Ja, wobei es kann ja durchaus sein, dass wir auch alles hier reinbekommen. Ich weiß nicht, wie das bei den Tieren aussieht. Können wir ja mal kurz gucken. Kühe. Ja, ist einiges an Platz. Das sieht gut aus. Ah, Milch haben wir auch schon. Es könnte durchaus sein, dass wir den leer bekommen. Hier sogar. Gucken wir mal. Ja, dann stellen wir den drüben auch am Parkplatz einfach ab. So, tanken müssen wir den LKW auch mal zwischendurch. Hier in der Hoftanke ist leider noch kein Sprit drin, sonst hätten wir das da machen können. Stellen wir den einfach hier mal ab. Sagen, wir holen jetzt erst die Paletten hier vom zweiten Sägewerk. Wo haben wir das? Holzverarbeitung, Palettenwerk 1, Leerpalette. Gib Gas. So, du hast noch zwei Bahnen hier. Ja. Sehr schön. Ach ja, du stehst hier und der steht da. Ah, wir haben hier keine Palette mehr. Das heißt, keine Bretter. Müssen wir wieder eingreifen. Dann fahren wir wieder einmal schnell darüber. Wird gerade leer gemacht. Das ist sehr gut so. Wieder alles voll. Wenn wir da ja die Fenster machen. Thank you.
der einmal dahin. Eine reicht erstmal, wenn ich sage. Dann müssen sie nicht übertreiben. So. Ausmachen. Der legt hier ab. So, die Fest war hier gut fürs Feld, aber passt schon. So, du bist auch angekommen. Sehr schön. Der fährt darüber. Das heißt, wir müssen mal gucken, was müssen wir denn mit dem Feld Nummer 2 machen? Feld 2. Nichts. Wenn wir da nichts machen müssen, könnten wir rein theoretisch, ich würde gerne noch mal Mais ansehen, dann düngen wir, pflügen einmal und sehen dann an. Das hört sich doch nach dem Plan an. Das heißt, wir brauchen einen Traktor. Dann nehmen wir doch ein bisschen über. Hier müssen wir den da. Mit der Düngespritze. Die sollte ja rein theoretisch irgendwo da drüben stehen. Ich glaube, die haben wir beim letzten Mal hier hingeschmissen. Da, ja, da steht sie. Mit Fronttank. Ich weiß nur nicht, ob da Pflanzenschutz drin ist oder ob da Dünger drin ist. Oh, ja. Der ist schon mal leer. Der ist auch leer. So, wir haben aber glaube ich bis jetzt, ne, wir haben nur Pflanzenschutz ist jetzt hier hochgebracht. Das heißt, wir müssten gucken, ob wir noch Flüssigdünger beim Shop rumstehen haben. Und wenn nicht, dann müsste der zur Düngerfabrik erstmal runterfahren und da sich Flüssigdünger holen. Weil mit dem LKW den Großtransport machen will ich erst, wenn alles verarbeitet ist da unten. Also kommt das jetzt noch nicht in Frage. Also heißt das, wir hoffen einfach auf den ein oder anderen Liter Flüssigdünger, der jetzt hier noch am Shop in IBC-Containern rumsteht. Das war knapp mit der Bahnschranke gerade. Ich weiß, dass hier ja noch einige rumliegen, aber ich weiß nicht, was das alles ist. So, dann gucken wir mal. Das ist Flüssigdünger. Das auch. Dann sind die drei bestimmt Pflanzenschutz, oder? Pflanzenschutz, Pflanzenschutz, Pflanzenschutz und Pflanzenschutz. Ah, immerhin. Ja. Zwei, aber ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Also, da müssen wir uns mal überraschen lassen. Mit ein bisschen Glück. Ja, es ist auf jeden Fall in dem viel. Oh, 1800 Liter. Da kommen wir, glaube ich, schon eine ganze Ecke mit weit. Ja. Da können wir. Oh. Und der ist wieder. Ich verstehe Auto gleich. Ich glaube, ich muss mal da wirklich mir eine aktuellere Version suchen. Der ist wieder auf die. Irgendeine A4 Dieseltank-Geschichte gefahren. Der LKW, ausgerechnet der uns die Paletten fahren sollte. Verdammte Angst.
haben wir hier First Play, das ist Feld 2. Düngelfeld 2 haben wir sogar. Dann machen wir hier Beginn am ersten Wegpunkt und los geht's. Naja, wird schon passen. So, wo ist jetzt der doofe LKW? Da oben. Oh! Junge, du solltest Leerpaletten holen. Hier. Jetzt macht es aber auch. Oh, ich sehe da gerade was. Das ist nicht gut. Ich habe zwei Kurse da drin, warum auch immer. Nochmal Düngenfeld 2. Wird schon irgendwie passen. Genau, wir können ja mal gucken, wie viel Hafer haben wir denn schon? Ja, schon über 100.000 Liter. Ja, passt. Der will wohl entladen werden da gerade. Gras. Wie sieht die Wiese aus? Ja, können wir. Da können wir doch jetzt den Kollegen hier nehmen. Der hat doch die passende Power. Jetzt nur die Frage. Mähwerke müssten, wenn ich mich nicht irre, hier drin sein. Einmal das Butterfly noch dran machen. Na gut, das war ein bisschen arg nach dem Mann. Ich glaube, zum Mähen werden wir heute nicht mehr kommen. Wir stellen den aber einfach schon mal parat drüben da auf der Wieschen. Und dann wissen wir nämlich morgen, dass wir da noch was tun wollten. Wird halt der Palettentransport auch erst morgen stattfinden, weil wie gesagt, da steht die Führung. Grüß dich, Digga. Da ist Flüssigdünger 2000 Liter, 1500. 143. Ja, da können wir uns zur Not, wenn die Spritze drüben leer wird, nochmal Nachschub holen. Keine Ahnung, wo der jetzt herkommt, wo ich den mal hier habe liegen lassen. Ist schon zu lange her. So, aber ich würde sagen, liebe Leute, wir machen Feierabend für heute. Morgen Mittag geht's selbstverständlich weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.